Shalom Aleichem, a guten Erev Shabbos. Wir stehen jetzt kurz vor Parashat Chayei Sara. Steht geschrieben bei Parashat Chayei Sara, ve'Avraham zaken ba bayamim, ve'Hashem berach et Avraham bakol. Und Avraham war alt und betagt und Gott segnete Avraham mit allem. Was heißt alt und was heißt betagt? Sagen unsere Weisen zwei Erklärungen. Alt heißt Quantität, alte Passport, viele Jahre. Baba Yamim, betagt, heißt Qualität. Das heißt, gibt es Menschen, die sind alt, sie haben viele Jahre, so wie eine Schildkröte. Man lebt viele Jahre. Was haben sie davon? Nichts. Aber es gibt Menschen, sie haben Leben mit Qualität. Baba Yamim, jeden Tag ist original. Jeden Tag ist ein erfülltes Tag. Das ist die einfache Erklärung. Alt und betagt. Aber es gibt noch eine Erklärung. In Hebräisch Zaken ist nicht einer, der nur alt ist. Weil es gibt ein anderes Wort für alt. Seiva. Zaken steht geschrieben in die Schriften Seshekana Chochma. Ein gebildeter, gelehrter Mensch. Avraham war ein gelehrter Mensch. Sein großes Hobby war, mit Menschen zu diskutieren. Zu reden, er hat verstanden zu schätzen Weisheit. Er hat verstanden zu schätzen Philosophie, Theologie, die ganze Weisheiten von der Welt. Sein Zelt war offen, alle Religionen, alle Menschen, alle Berufen waren bei ihm im Zelt und er hat alle gebracht zum Weg zum Gott. Baba Yamim heißt, diese Weisheit hat er nicht nur bei sich gehalten. Sondern Baba Yamim heißt, auf alle Menschen in der Welt hat er verbreitet, verspreitet, mitgeteilt seine Lehre. Von der zweiten Erklärung lernen wir von Abraham eine wunderbare Sache. Gott schuf uns in diese Welt für zwei Gründen. Tikkun Amidot, eigene Korrektur von der Eigenschaft, ein besserer Mensch zu sein. Und Tikkun Olam. Und die Welt auch zu verbessern. Und das macht der Mensch alt und betagt. Er muss immer beide. Es reicht nicht, dass ein Mensch investiert nur an sich. Was hat er davon? Er hat gelernt. Er ist weise. Aber was hat die Welt davon? Oder es gibt einen Mensch, der macht nur mit anderen Menschen. Baba Yamim, er ist beschäftigt mit der ganzen Welt. Aber investiert nicht an sich. Die größte Weisheit, was unsere Parasha will uns beibringen. Ein Mensch muss lernen, richtig teilen seine Tikkun. Aber immer zu beginnen mit sich. Du weißt Aleph, Bet, weißt du schon ein bisschen? Das kannst du schon teilen dem anderen. Und ich sage euch einen Tipp. Öfter, wenn ein Mensch lernt alleine, wächst er nicht. Auch König David. Wenn er hat gelernt alleine, ist gekommen Achitophel und er hat ihm gesagt, du sollst wissen, du spielst mit einem Schwert. Wenn ein Mensch lernt alleine, er hat keine Entwicklung. Und das hat Abraham, unser erster Vater, verstanden. Mit einem Freund zu lernen, eine Stunde ist wie 7 Stunden alleine zu studieren. Mit einer Stunde mit einem Freund ist alles wert. Niemand kann erzählen ein Erlebnis mit sich selbst. Ein Erlebnis ist immer mit jemand. Und das lernt man von Avraham. Avraham war alt. Viele Jahre hat er gelebt. 175. Aber es war nicht nur Leben von Quantität. Es war Baba Yamim, er war betagt. Jeden Tag ist gegangen schlafen und hat gewusst, heute bin ich gewachsen. Heute habe ich was Neues gelernt. Mein Papa hat mir immer gesagt, jeden Tag von deinem Schlafen überleg, gehe ich heute schlafen wie ein Mensch oder wie ein Esel? Ein Esel bleibt auch morgen gleich Esel. Ein Mensch muss jeden Tag entwickeln. Ich wünsche euch alle, sollt ihr werden alt und betagt und gesund und Gott soll euch segnen mit allem. Shabbat Shalom. Sei gesund und stark.